Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Noch kurz eine Anmerkung, es ist hier aktuell noch Transferphase. Es kann immer sein, dass Spieler, die innerhalb einer Transferperiode noch wechseln, in der Prognose aber noch beim alten Verein spielen. Das versuche ich natürlich zu vermeiden und wirklich, wo es Gerüchte gibt, das auch weitestgehend auszublenden. In manchen Fällen ist es einfach nicht möglich, weil man es da nicht abschließend sagen kann. Und wenn der dann nicht in der Prognose spielt, dann fragen die Leute, warum spielt der nicht, warum spielt der nicht? Ja, weil man nicht genau was sagen kann, ob der noch wechselt oder nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch da Bescheid sagen. Es kann eben sein, dass Spieler in Erscheinung treten, die dann noch wechseln vom Wochenende. Das konnte ich aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht absehen. Das als Info. Jetzt geht's aber los. Den detaillierten Blick auf die Tabelle sparen wir uns, da könnt ihr einmal kurz raufschauen und Pause drücken, aber ich denke mal, nach einem Spieltag ist das sowieso noch relativ ohne Aussage oder es ist komplett ohne Aussage, vielleicht eine minimale Tendenz, mehr aber auch nicht. Wir schauen auf die Spiele. Am Freitagabend der 1. FC Köln empfängt Borussia Dortmund, Samstagnachmittag Hoffenheim gegen Werder Bremen, Düsseldorf gegen Leverkusen, Mainz gegen Gladbach, Augsburg gegen Union Berlin und Paderborn gegen Freiburg. Das Topspiel Schalke gegen Bayern München, heute auch in ganzer Länge, da seht ihr ja dann auch irgendwo den Timelink oder wenn ihr keine Zeit habt, dann nur die Tore danach. Leipzig gegen Frankfurt am Sonntag, Hertha gegen Wolfsburg zum Abschluss, ebenfalls am Sonntag des zweiten Spieltags. Jetzt geht's aber los, bleibt fair in den Kommentaren. Vielen Dank für die ganzen Aufrufe zuletzt und die ganzen Daumen nach oben, hat mich mega gefreut. Über die ganzen Abos natürlich auch. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß bei Köln gegen Dortmund. Der 1. FC Köln musste sich geschlagen geben gegen den VfL Wolfsburg. Im Endeffekt mit 2:1, knapp, aber wohl auch verdient, wenngleich es eine strittige Elfmetersituation gab. Der BVB überzeugte absolut beim 5:1 gegen Augsburg, Mann. Konnte sogar einen frühen Rückstand direkt verkraften. Der 1. FC Köln hier aber nicht schlecht aufgelegt. Dominik Drexler mit der ersten Möglichkeit dieser Partie. Schöne Konteraktion, 6. Minute. Der BVB weit aufgerückt und dann gab es eben diese Räume. Dominik Drexler aber noch ohne Erfolg. Logischerweise der BVB dennoch an diesem Freitagabend in der Favoritenrolle und nun traten sie auch besser nach vorne auf. Piszczek legt nochmal raus zu Sancho. Piszczek. Aber Rafael Cichos ist dazwischen. 10. Spielminute. Wichtige Aktion. Der hätte sonst sicherlich den gefährlichen Weg in Richtung des Tors gefunden. Eventuell aber Timo Horn auch zur Stelle. Die Gastgeber versteckten sich nicht. Das ja Achim Bayer-Lorzers Philosophie nach vorne mitspielen. Sich nicht hinten reindrängen lassen. Kein wirklich gefährlicher Abschluss in dieser Szene, aber die Möglichkeiten waren da. Der BVB tat sich wirklich gegen gut spielende Geißböcke schwer, aber bekam dann durch ja, spielerische Qualität immer wieder Möglichkeiten. Julian Brandt heute in der Startaufstellung, hier in Ballbesitz Paco Alcacer und eine richtig starke Parade von Timo Horn. Super Reaktion, nicht ganz platziert geschossen dieser Ball, aber trotzdem stark auch von Brandt gespielt. Im Endeffekt eine gute Szene ohne Torerfolg. Dann war auch erstmal Halbzeit. Es waren noch keine Tore gefallen, aber 45 Minuten sollten dann dazu herhalten. Die zweiten. Reus mit dem Freistoß. Erstmal missglückt, aber er gewinnt den Ball von Kingsley Schindler. Marco Reus visiert dann den oberen linken Torwinkel an. Doch kein Problem für Horn. Und nun drohte das Spiel nahezu einzuschlafen. Wir sind bereits in der Schlussphase. Der BVB tat sich extrem schwer. Köln nach vorne, aber auch mittlerweile nahezu unsichtbar. Weigel, Sancho gut durchgesteckt und dann war doch der Treffer noch da. Paco Alcacer, 3. Saisontor bereits. Und in der 83. Spielminute war dann die Defensive des 1. FC Köln doch geknackt. Auch stark von Jadon Sancho durchgesteckt und Timo Horn erreicht den Ball nicht mehr. Die Schlussminute bereits angebrochen. Konnte der 1. FC Köln nochmal kommen? Sie probierten es, doch der BVB agierte clever. Griff vorne an und konnte dann Schlimmeres im Endeffekt verhindern. Und somit gewinnen sie dieses Spiel am Freitagabend knapp, aber nicht unverdient. Gegen den 1. FC Köln mit 1
2:0. Hoffenheim und Werder Bremen, zwei Teams, die schlecht in die Saison gestartet sind, aber beide durchaus die Niederlage hätten vermeiden können. Jetzt kam es drauf an, im zweiten Spiel dann dementsprechend zu überzeugen. Bremen startete besser. Füllkrug in der Startaufstellung. Rashica spielt in die Mitte. Ein super kombiniertes Tor. Füllkrug in die Schnittstelle. Rashica hat den Überblick. Jojo Eggestein in der Mitte ist am reaktionsschnellsten. Baumann erreicht den Ball nicht mehr. Es war eine richtig spektakuläre Anfangsphase. Ilas Bebu, jetzt auch Hoffenheim nach vorne unterwegs. Zuber wieder Bebu und Robertskov mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Verein. Erstes Saisontor dementsprechend. Und nach nicht mal einer Viertelstunde stand es hier 1:1. Auch das wirklich gut gespielt. Und Pavlenka ohne jene Möglichkeit. Nun wieder Werder Bremen. Diese Bälle in die Schnittstelle. Immer wieder gesucht, vor allem Milot Rashica. Diesmal stand er aber im Abseits. Trotzdem starke Parade auch von Baumann. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Brandgefährlich das Spiel der Werderaner. Und sie blieben natürlich dran. Wieder Johannes Eggestein. Nuri Sahin sieht den mitgelaufenen Maximilian Eggestein. Und jetzt war der Ball im Tor. Erstes Saisontor. Aus spitzem Winkel sieht dann Oliver Baumann nicht ganz so gut aus. Aber das war auch ein wuchtiger Schuss und mit dem Ball ins kurze Eck hätte man nicht rechnen können. Zumindest nicht zwangsläufig. Jetzt wieder Hoffenheim. Konnten sie wieder die postwendende Antwort finden? Zuber mit der Flanke. Belfodil, auch mal bei Bremen gewesen. Hier trifft er den Ball aber mit dem Kopf suboptimal. Und somit Pavlenka, der nicht eingreifen muss. Nochmal der SVW vor dem Seitenwechsel. Eine Partie mit unglaublich vielen Torchancen. Rashica auf Füllkrug. Abgefälschte Flanke genau auf den Fuß von Davy Klassen. Und es stand nach 39 Minuten aus Hoffenheimer Sicht 1:3. Verdeckter Schuss, aber auch wuchtig. Für Baumann ist da gar nichts zu machen. Doch die Gegentore rüttelten Hoffenheim immer wieder wach. Jetzt kamen sie nochmal vor dem Seitenwechsel. Bebu, Klaassen und Moisander mit dem Fehler, den Bebu aber nicht richtig ausnutzen kann. Parade von Pavlenka nach diesem Schuss aus knapp 17 Metern. Danach war dann erstmal Halbzeit. 4 Tore nach 45 Minuten, so konnte es gerne weitergehen. Es wurde aber dann etwas langweiliger, wobei der Sprung auch wirklich nicht unbedingt einfach war. Die erste war richtig gut. Gebrselassie mit der Flanke, zweiter Pfosten Rashica. Kurz davor hier den Deckel drauf zu machen in der 66. Spielminute. Baumann passt aber auf und die Sinsheimer Fans wurden dann auch etwas unruhig. Es klang alles nach dem Fehlstart, 0 Punkte nach 2 Spielen, wobei man sich doch einiges durchaus vorgenommen hatte. Anschließender Eckstoß, Werder Bremen deutlich gefährlicher. Moisander Gebrselassie kriegt ihn aber nicht mehr richtig aufs Tor gelenkt. Das war dann tatsächlich auch die letzte interessante Szene in dieser Partie. Hoffenheim konnte sich im zweiten Durchgang nicht mehr aufraffen und unter dem Strich siegt Werder Bremen vollkommen verdient mit 3:1. Fortuna Düsseldorf hat es mal wieder getan. Allen Kritikern den Mund gestopft und erfolgreich gewesen am ersten Spieltag. Mit 3:1 gewann sie dort gegen Werder Bremen. Auch wenn Zachary Steffen im Kasten der Fortuna einen richtig klasse Tag erwischte. Gegen Leverkusen wieder in der Außenseiterrolle wollte man sich gerne mit befassen. Und so hatte man in der 6. Minute dann auch die erste Möglichkeit. Die Düsseldorfer Fans schon von Beginn an gut dabei. Erik Tommy drückt ab. Radetzky ist aber aufmerksam.
Knappe halbe Stunde von der Uhr. Baumgartlinger wieder mit einer unglücklichen Szene, wie schon gegen den SC Paderborn am ersten Spieltag. Morales nimmt dann auf der Außenbahn Erik Tommy mit und Karaman aus allerkürzester Distanz bekommt er den nicht platziert. Radetzky aber auch mit einer guten Tat. Keine Chance zum Durchatmen bei Leverkusen. Vor allem nicht für eben Lukas Radetzky. Ruven Hennings drückt ab. Erfolgreich gegen Bremen gewesen. Hier wartete er noch auf seinen ersten Treffer. Aber Radetzky mit einer guten Partie bis dato. Wenig später dieser Eckstoß. Tah kann ihn fürs Erste klären. Bellarabi verliert dann den Ball an Erik Tommy und dem hierbei passt auch nicht auf. Erik Tommy mit der Flanke und dann Eigentor von Wendell. Auweia, aber der wird da auch ordentlich unter Druck gesetzt von Ruven Hennings und ja, irgendwie kommt er dann in den Ball ganz unglücklich gegen die Laufrichtung von Radetzky, der sich streckt, aber nicht mehr rankommt. Konnte Leverkusen noch antworten vor dem Seitenwechsel, die Führung nicht unverdient. Nein, aber Zachary Steffen beweist, dass seine Leistung am ersten Spieltag nicht nur Glück war, sondern durchaus Können mitspielte. Nach 45 Minuten ein 1:0 für Düsseldorf, wirklich nicht unverdient. Sie hatten richtig gute Chancen. Leverkusen muss nach vorne noch ein bisschen zielstrebiger werden. Ansonsten auch das keine schlechte Partie der Bosch-Elf. Düsseldorf machte es eben einfach richtig stark. Kevin Volland hier mit dem Ball am Fuß hat die Zeit, die Übersicht. Kai Havertz versucht es dann aber zu kompliziert in der 53. Spielminute. Weiterhin das 1:0 für die Gastgeber. Und die Zeit wurde natürlich knapper. Eckstoß für Düsseldorf nach 59 Spielminuten. Nico Gieselmann legt sich den Ball bereit und die Mitte ist in erwartungsvoller Haltung. Gieselmann und dann Ruven Hennings 2:0. 59. Minute, Fortuna Düsseldorf schockt die nächste euphorisierte oder zumindest ambitionierte Mannschaft. Mit Euphorie hatte das jetzt bei Leverkusen nicht mehr viel zu tun. Nach diesem 2:0, die Verzweiflung setzte nun ein. Sie wollten schnell antworten, den Ein-Tore-Rückstand wiederherstellen. Kai Havertz, da eigentlich mit der schwachen Flanke. Morales passt auf, dann kann Ayhan, das kennt man nicht von ihm. Bailey, Havertz, Bellarabi und dann Kevin Volland, Nutznießer im Endeffekt von diesem Katastrophenball von Kahn Ayhan. Die Düsseldorfer waren aufgerückt und mussten sich dann hier den Gegentreffer gefallen lassen. Doch die Schlussoffensive blieb aus bei Leverkusen. Stattdessen nochmal ein Eckstoß für die Fortuna. Wieder Gieselmann. Erster Pfosten, Tah verlängert unglücklich und Kahn Ayhan, der gegen Bremen noch aus ähnlicher Position traf, verzieht den Kopfball hier um ein paar Zentimeter. Unter dem Strich machte es aber nichts mehr, weil Fortuna Düsseldorf das Ganze verdient über die Zeit rettete. Leverkusen hingegen muss den ersten Rückschlag hinnehmen. Der erste FSV Mainz 05 empfing am zweiten Spieltag Borussia Mönchengladbach und das 0:3 bei Freiburg aus Mainzer Sicht war durchaus schmerzhaft. Gladbach holte sich zumindest einen Punkt zu Hause gegen die königsblauen Schalker. Dritte Spielminute, Eckstoß von der rechten Seite. Ginter gegen Müller, Baku passt dann auf, aber das hätte es gleich mal sein können. Die Mainzer früh unter Druck in dieser Partie. Gladbach auch in der Favoritenrolle. Dieser wollten sie gerecht werden und das taten sie auch im ersten Abschnitt. Florian Neuhaus. Mbolo. Hack ist dazwischen. Thuram bleibt dran. Bekommt dann keine Unterstützung und Niakate kann es klären, aber
Nochmal drauf geschaut. Angelegter Arm, kein Eck, kein Strafstoß. Das war schon durchaus korrekt. Dann Ecke für die Mainzer. Wenn, dann mal Standardsituation gefährlich. Von der rechten Seite. Niakati. Aber Oscar Wendt passt da auf. Szene noch nicht ganz geklärt. Nochmal Boetius. Sommer hat den Ball. Wichtig, diese Klärungsaktion vom Schweden, vom linken Verteidiger. Ansonsten wäre der Ball drin gewesen. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Nochmal Borussia Mönchengladbach vom Seitenwechsel. Breel Donald Embolo legt raus zu Oscar Wendt. Hat ja mit Benze Brani jetzt eine Konkurrenz auf seiner Position. Er hatte erstmal die Oberhand und spielte auch gar nicht verkehrt. Hier nochmal der Schuss von Embolo. Keine Tore nach 45 Minuten. Gladbach hätte durchaus schon erfolgreich sein können, doch die hundertprozentige Torchance blieb noch aus. Der beste Schuss kam von Ginter in der Frühphase dieser Partie. Nun die Mainzer aber besser aufgelegt. Jean-Paul Boetius wird nicht richtig angegriffen. Onisivo mit der Flanke. Robin Quaison. Und da ist der Treffer. 53. Spielminute, das erste Saisontor. Natürlich für ihn, aber auch für die Mainzer. Jan Sommer vielleicht einen Schritt zu weit vor seinem Kasten. Aber Zacharias auch nicht dran. Und der Kopfball, ja, der schlägt dann ganz gut ein. Doch lange wollten sich die Fohlen damit nicht rumschlagen und kamen nun auch nach vorne. Benec über die rechte Seite ist Stefan Leiner dabei. Stefan Leiner mit der Flanke und Embolo ebenfalls mit dem Kopfball. Und Ausgleich. Zweites Spiel für seinen neuen Verein in der Bundesliga. Der Neuzugang von Schalke kann jetzt auch schon mal überzeugen. Setzt sich da gut gegen Brosinski durch und gegen die Laufrichtung ist das für Müller eine nahezu unmögliche Sache, den zu parieren. Zum Abschluss dieser Partie nahm sie nochmal richtig Fahrt auf. Alassane Plea, Thuram, dann dieser Fehler. Lazar passt auf, es geht schnell in die Spitze. Boetius und Levin Öztunali hat die Möglichkeit zum Abschluss. Die nutzt er dann auch. Aber kein Problem für Jan Sommer gegen diesen unpräzisen Schuss von Öztunali. Viertelstunde noch auf der Uhr. Robin Quaison. Öztunali zu Brosinski, der legt in den Rückraum, da ist Jean-Paul Boetius, 2:1, 78. Minute, der erste FSV Mainz 05 holt sich die erneute Führung. Stark von Brosinski, Oscar Wendt geht ein bisschen zu zaghaft mit. Und Sommer kann diesen platzierten, angeschnittenen Schuss nicht mehr erreichen. Doch es gab nochmal die Chance zum Ausgleich. 87. Minute, Eckball von der linken Seite für Borussia Mönchengladbach. Thuram verlängert am zweiten Pfosten. Player, der macht es nochmal scharf. Matthias Ginter, Neuhaus, Embolo. Aber wieder Müller, der hält und er ist am Ende der Matchwinner mit dieser Parade. Mainz schlägt Gladbach mit 2:1. Gar nicht unverdient, auch wenn Borussia Mönchengladbach sicherlich einen Punkt auch gerne mit nach Hause hätte nehmen dürfen. Der FC Augsburg empfing den ersten FC Union Berlin und das waren zwei Teams direkt mal mit einer Tordifferenz von -4 in den zweiten Spieltag starteten. 1:5 aus Augsburger Sicht, 0:4 aus Berliner Sicht. Die erste Möglichkeit wartete dann auch lange auf uns und in der 27. Minute führte die dann auch zum ersten Treffer. Michael Gregoritsch, um ihn ranken sich ja noch einige Transfergerüchte, steht hier mit etwas Glück am richtigen Ort zur richtigen Zeit und wie aus dem Nichts dann der Führungstreffer für die Fuggerstädter. Gegen Leipzig taten sich die Eisernen extrem schwer und auch gegen Augsburg wurde es nicht besser. Dann dieser Fehler von Trimmel, der sich da ordentlich verschätzt. Vargas dann mit dem Abschluss, vielleicht sogar etwas überhastet, auch wenn er nicht so schlecht war. 1:0 nach 45 Minuten, die zweite Hälfte sollte dann bitte etwas interessanter werden, weil nach vorne vor allem von den Gästen deutlich zu wenig kam. Nun aber durchaus der Wille da von
Fischers Mannschaft hier nach vorne zu kommen. Knappe 5 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Bülter über die linke Seite. Lenz mit der Flanke. Nun ja, nicht wirklich gefährlich. Stattdessen die Möglichkeit für Kubek nach seinem teilweise rabenschwarzen Tag gegen Dortmund etwas Selbstvertrauen zu tanken. So ein zu Null Spiel wäre ja auch nicht verkehrt. Nun die Augsburger wieder. Georg Teigl. André Hahn und Gruezo mit dem Abschluss. 58. Minute, nicht verkehrt. Giekiewicz streckt sich, muss aus seiner Sicht glücklicherweise an den Ball nicht ran. Jetzt schon über eine Stunde gespielt, Union wurde besser. Abdullahi, Manuel Schmiedebach, Prümmel legt nochmal raus zu Trimmel. Flanke von Andrich und Andersson. Mega Chance. Aber starke Reaktion von Kubek, das muss man dann auch lobend erwähnen. Mit den Fingerspitzen kratzt er den noch gerade so an die Latte. Die Riesenchance zum Ausgleich für Union. Und sie sollte nicht wiederkommen. Nochmal Augsburg auf der anderen Seite. Vargas. Aber es blieb beim 1:0, weil Rafa Giekiewicz in der 88. Minute was gegen den nächsten Gegentreffer einzuwenden hatte. Union wartet damit weiterhin auf den ersten Treffer in der Fußball-Bundesliga. Augsburg hingegen absolut erleichternd gewinnen sie hier mit 1:0 gegen Union Berlin. Der SC Paderborn empfing den SC Freiburg. Paderborn konnte durchaus gefallen bei der 2:3 Niederlage gegen Leverkusen und Freiburg gewann mit 3:0 gegen Mainz. Da kann man sowieso mit zufrieden sein. Aber Paderborn wollte jetzt den ersten Dreier einfahren, zu Hause gegen den Breisgauer Club. Wurde es aber nicht unbedingt einfacher. Antwi Ajay, Jasula mit dem ersten Schuss nach 8 Minuten. Zumindest der Wille war schon mal da, nach vorne zu spielen. Das ist ja sowieso die Handschrift von Baumgart. Lieber 3:4 verlieren, als 0:0 zu spielen. Zitat leicht abgewandelt. Nun der SC Freiburg nach vorne. Günther und Borello. Petersen legt auf. Vasiliades schmeißt sich in den Schuss von Günther. Mit der Hüfte wehrt er diesen ab und entschärft ihn. Kein Handspiel in dieser Szene. Muss man ja in den heutigen Zeiten immer genau drauf achten. 25 Minuten gespielt. Nun wieder der SC Freiburg. Jonathan Schmid nimmt Chico Höfler mit. Schmid und Gondorf. Petersen. Kein Problem für Huth. Das sieht er im Ansatz, dass der am Kasten vorbeigeht. Aber es war eine durchaus ausgeglichene Hälfte. Und vorm Seitenwechsel kam dann nochmal der SC Paderborn hier in der Bentele Arena. Michel Vasiliades und Streli Mamba, der schon positiv auf sich aufmerksam machen konnte beim Spiel gegen Leverkusen. Verfehlt hier den Kasten haarscharf. Schwolo aber sonst auch im gefährdeten Eck. Keine Tore nach 45 Minuten, trotzdem war es durchaus besser, als vielleicht der ein oder andere befürchtet hatte. Hünemeyer hier jetzt mit dem Ballverlust. Freiburg lauert natürlich auf solche Aktionen. Jan-Luca Waldschmidt verliert den Ball wiederum an Collins, doch Waldschmidt setzt gut nach auf der linken Außenbahn. Mit der Flanke kein Problem für Huth, doch wir bleiben in der Szene dran. Huth lässt sich kurz Zeit, dann Hünemeyer. Wieder dieser Fehler. Jerome Gondorf zu Nils Petersen und Tor. 67. Minute. Das erste Saisontor für Petersen. Hünemeyer. Unkonzentriert in dieser Spielphase und das müssen sie jetzt zu spüren bekommen. Huth zwar im kurzen Eck da, doch wuchtiger Schuss von Nils Petersen führt dann zum Führungstreffer. 20 Minuten nur noch zu spielen, Paderborn würde gerne die ersten Punkte einfahren. Aber gegen Freiburg ist es natürlich keine einfache Aufgabe. Zumal sie auch sich jetzt nicht hinten einmauerten, sondern weiterhin nach vorne Akzente
setzen. Zumindest das Ganze versuchten. Brandon Borrello mit der Flanke. Hut schmeißt sich drauf. Aber dieser Ball nach vorne von Petersen war schon wieder sehr gut gespielt. Im Endeffekt ist die Flanke dann aber zu unpräzise. Paderborn versuchte es bis in die Schlussphase. Die richtig guten Chancen blieben aber weitestgehend auf. Jetzt kamen sie nochmal. Vasiliadis mit Dreger. Die Flanke ist aber zu weit und Antwi Ajay kriegt sie nicht mehr rumgerissen. Die Paderborner Fans banken bis zum Ende, konnten sich aber nicht mehr freuen. Freiburg entführt diesen Dreier aus dem SC Paderborner Stadion. Nicht unverdient, aber es war eben eine Unachtsamkeit in der Defensive, die Paderborn hier den Punkt kostete. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Gelsenkirchener Felddienstarena. Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern München am zweiten Spieltag zum Topspiel. Nübel im Kasten, in der Viererkette Oczipka, Stambouli, Nastasic und Jonjo Kenny aufgestellt. Caligiuri, Mascarell, McKennie und Rahman in der offensiven oder Mittelfeld. Viererreihe, Harit auf der 10 und Guido Burgstaller vorne in der Spitze. McKennie und Mascarell natürlich etwas defensiver aufgestellt. Und beim FC Bayern München wird der Blick dann noch etwas interessanter. Manuel Neuer im Kasten, das ist natürlich keine Frage. In der Viererkette Alaba, Pavard, Süle und Kimmich, da ändert sich auch nichts zum Spiel gegen die Hertha. Thiago, Coutinho und Tolisso im Mittelfeld. Coman und Gnabry über die Außen im Sturm, dann Robert Lewandowski. Aber eben Coutinho dabei, auf der Bank dann auch noch Perisic und Cuisance mit aufgestellt. Und somit soll es heute funktionieren mit dem ersten Saisonsieg. Das gleiche denkt sich aber auch der FC Schalke 04, der Bayern immer mal wieder in den vergangenen Jahren vor Probleme stellte. Aber irgendwann muss man dann eben auch mal gewinnen und nicht nur Unentschieden rausholen oder knappe Niederlagen. Der FC Bayern München nach dem 2:2 gegen Hertha logischerweise auch sowieso in der Pflicht. Doch eben mit Coutinho und Perisic haben sie nachgerüstet. Wir dürfen gespannt sein, was diese Partie bringt. Schalke wird anstoßen in den blauen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Und da freuen wir uns drauf. Burgstaller eröffnet diese Partie, die Bayern dann dementsprechend in Rot von rechts nach links. Wird sich Schalke hinten einmauern? Es sieht hier zunächst nicht so aus. Burgstaller versucht gleich mal nach vorne durchzugehen, das ist aber eher erfolglos und der FC Bayern kann diese Szene zunächst beruhigen. Das 2:2 gegen Hertha war eben wirklich nicht zufriedenstellend. Mit Coutinho soll jetzt nochmal von Beginn an neues Blut in die Offensive geflossen sein. Tolisso wird nicht richtig angegriffen, jetzt Schalke doch relativ defensiv. Kingsley Coman legt nochmal in die Mitte. Tolisso, Coman und der erste Abschluss. Alexander Nübel muss eingreifen. Kein schlechter Schuss des Franzosen, aber Nübel passt eben auch gut auf. Geht da dann auf Nummer sicher, klärt ihn zur Ecke und feiert sich vollkommen zurecht. Thiago mit dem Eckstoß. Aber Nastasic kann es klären fürs erste. Alaba bleibt nochmal dran, dann schießt er aber Süle an, eher unglücklich. Szene noch nicht geklärt. Joshua Kimmich und Corentin Tolisso. Schalke ziemlich passiv aktuell. Aber die Bayern haben auch nicht wirklich das Interesse, schnell nach vorne zu spielen, in die Spitze. Sie bleiben aber dran, das hat gerade wieder Handballzüge. Da muss die Lücke natürlich erstmal gefunden werden. Coutinho, Thiago, Tolisso, Thiago. So, aber nicht. Stambouli geht rein. Und es, ja, war wohl die Schulter. Kein Handspiel, auch wenn der Arm da ein bisschen komisch ausgefahren ist. Wieder die Bayern. Thiago! Schalke muss jetzt aufpassen. Das ist gerade eine ganz gefährliche Phase der Münchner und es hätte spätestens jetzt schon 0:1 stehen können. Nübel ist froh, beruhigt die ganze Szenerie erstmal, legt sich den Ball
zum Abstoß zurecht. Mit dem 0:0 gegen Gladbach war Wagner im Endeffekt sehr zufrieden. Aus Schalker Sicht konnte man das auch sein. Ein Punkt gegen ambitionierte Gladbacher aus dem Borussia-Park mitzunehmen, ist nicht unbedingt das Verkehrteste. Doch hier müssen sie dann unbedingt nachlegen. Mit einem Punkt nach zwei Spielen sieht es dann letztendlich auch wieder schlecht aus. Kingsley Coman, das geht jetzt ein bisschen zu einfach. Philippe Coutinho behauptet den Ball, legt ihn aber nochmal raus, hat nicht den Antritt in dieser Szene, um vorbeizugehen, kommt eben auch nicht aus dem Lauf, sondern aus dem Stand und somit die Schalke Abwehr vor keine größeren Probleme gestellt. Tolisso, Gnabry, aber McKennie passt auf und vielleicht mal königsblaue Entlastung. Nein, an dieser Stelle noch nicht. Thiago legt sich den Ball gut an Kenny vorbei. Lewandowski, aber auch das dauert zu lange, das ist äußerst zerfahren gerade, aber Schalke kommt hier auch nur ganz schwer über die Mittellinie. Jetzt vielleicht mal Omar Mascarell, was für ein Fehlpass über knapp 10 Meter. Spielt er da David Alaba direkt in den Fuß. Alaba, Lewandowski, jetzt wieder Mascarell, der aufpasst. Das zumindest kann man den Schalkern bescheinigen. In der Defensive sind sie weitestgehend aufmerksam, lassen hier seit einigen Minuten gar nichts mehr zu. Aber nach vorne ist das doch sehr ernüchternd von der Wagner-Elf. Und auf Dauer dürfte das vermutlich auch nicht gut gehen. Die Bayern haben hinten keinen Druck, spielen dann locker wieder nach vorne. Am 16er ist dann bislang meistens aber Schluss gewesen. Jetzt vielleicht mal wieder Lewandowski und Coutinho. Und Thiago. Lewandowski, Thiago, aber Stamboli ist dazwischen. Und Nübel, der den Ball hier eigentlich aufsammeln kann, geht auf Nummer sicher und ja, spielt ihn zum Einwurf raus. Tolisso kommt nicht durch, bleibt aber dran. Kimmich, wieder Thiago. Schalke steht da auch extrem kompakt, aber vielleicht dann mal der Abschluss aus der zweiten Reihe, der hier gesucht werden muss. Kimmich jetzt mal mit der Flanke. Kingsley Coman! Na also, guter Flankenball über die Abwehrkette hinweg. Dann wird der Winkel aber für Coman zu spitz. Der trifft nur das Aluminium und somit bleibt es weiterhin bei diesem 0:0. Und Schalke wartet nach wie vor auf den ersten Torabschluss. Das ist doch sehr ernüchternd, was die Schalke hier abliefern. Vielleicht ist aktuell noch nicht mehr drin. Aber Hertha hat gezeigt, wie es gehen kann. Rahman gegen Süle, aber auch das ist dann wieder gut geklärt. Thiago mit dem weiten Ball, erreicht den Kingsley Coman. Nein, Kenny passt sehr gut auf, lässt sich dann etwas unter Druck setzen und geht auf den Einwurf für Bayern, sodass sich die Gastgeber hier wieder richtig ordnen können. Coman, sehr schöne Aktion, jetzt legt sich den Ball über Kenny hinweg, die Flanke dann wieder mangelhaft. So richtig vom Hocker reißt ein das hier 5 Minuten vor dem Seitenwechsel noch nicht, weil Schalke nach vorne auch wirklich gar nichts tut. Mascarell, jetzt mal. Burgstaller, McKennie, Harit, das gute Auge für Uchipka und dann kommt da solch eine Flanke bei raus. 31% Ballbesitz für Schalke, spricht aber auch eine ganz klare Sprache, diese Statistik. Wieder so ein Fehlpass. Tolisso. Aber auch das ist eher mangelhaft. Coman erobert den Ball gegen Kenny. Da müssen sie aufpassen. Sowas bestraft Bayern normalerweise gerne. Aber auch das zeigt, dass sie nicht hier komplett eingespielt sind. Nochmal ein weiter Ball von Nastasic. Die wird noch gegeben, diese Aktion. Auch wenn die Nachspielzeit abgelaufen ist. McKennie! Die letzte Aktion des ersten Durchgangs bietet die erste Chance für den FC Schalke 04. Coman hatte bislang die beste Möglichkeit, traf nur das Aluminium und somit folgerichtig das 0:0 zur Pause. Wir hoffen im zweiten Durchgang auf eine bisschen bessere Partie.
Jo, dann schauen wir einmal kurz auf ein paar Highlights. Noch kein Tor gefallen. Wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten will ich gar nicht lange rumschwafeln. Weiter geht es jetzt mit der zweiten Halbzeit zwischen Schalke und dem FC Bayern München. Viel Spaß und ja, danke fürs Reinschalten. Zurück in der Veltins-Arena. Der FC Bayern München stößt an. Und ja, Seitenwechsel vollzogen. Es geht von links nach rechts jetzt auf die Gästekurve zu und für die Schalker natürlich auf die Heimstehkurve. Das vielleicht ein Motivationsschub. McKennie und Tolisso an die Latte. Szene noch nicht geklärt. Utschipka bringt ihn raus. Tolisso zu Thiago Coman. Szene noch nicht ganz beruhigt, aber Schalke steht da kompakt. Bayern verzweifelt und verliert den Ball. Da werden wir gleich nochmal raufschauen, wenn wir die Möglichkeit haben. Lattenschuss von Tolisso. Direkt mal ein dickes Highlight nach Seitenwechsel. Und da müssen sie jetzt dranbleiben. Coutinho hat viel Zeit mit dem Ball, aber auch keine richtigen Anspielmöglichkeiten. Coman, wieder Coutinho. Dann drückt er selber ab, aber Stambouli passt auf. Und schauen wir nochmal auf diese Aktion. Was für ein Fehler von Weston McKennie. Der hat Glück, dass das nicht richtig ausgenutzt wird. Und das hätte es schon sein können. 1 zu 7 Schüsse. Cuisance übrigens neu auf dem Feld. Lewandowski. Nächste Chance. Jetzt wird es richtig brenzlig für den FC Schalke 04. Nübel passt aber auf. Und verhindert hier den Gegentreffer. Also wie gesagt, Mikael Cuisance neu dabei für Corentin Tolisso. Und da haben wir es nochmal gesehen. Der Ball eben bei dieser Szene natürlich nicht hinter der Linie. Cuisance wieder rausgelegt zu Kimmich. Die Flanken bislang größtenteils noch ohne richtigen Erfolg. Coutinho, Coman und Robert Lewandowski und das Tor. 1 zu 0 für den FC Bayern München und das hatte sich jetzt angedeutet. Der Gästeblock jubelt und Schalke ist bedient. Nübel sogar noch dran mit den Fingerspitzen. Aber er kriegt nicht genug Handfläche dazwischen. Und dann schlägt er ein. Robert Lewandowski, drittes Saisontor. Damit eben alle drei Treffer für die Münchner erzielt. Und jetzt steht Schalke vor einer gewaltigen Aufgabe. Halbe Stunde bleibt ihm noch Zeit, aber die Anfangsphase jetzt des zweiten Durchgangs macht überhaupt keine Hoffnung. Aber jetzt müssen sie kommen. Das vielleicht auch irgendwo der Vorteil. Burgstaller setzt nach und dann gibt's Abstoß. Und hier nochmal der Treffer. Nastasic kommt zu spät. Ja, und Nübel dran, aber trotzdem ohne Chance. Der war zu wuchtig geschossen, aus zu kurzer Distanz. Und auch die Zweikampfhoheit liegt beim Gast aus München. Der FC Schalke 04 wieder zu passiv. Coutinho, missglückter Ball, Nübel passt auf. Jetzt mal guter Ball von Kenny verlängert, aber Rahman verliert ihn auch sofort. Es geht wieder in die andere Richtung und so können Chancen für den FC Schalke 04 nicht aufkommen. Abseitssituation jetzt. Gnabry stand drin. Und bei Bayern kommt nun Ivan Perisic. Kingsley Coman geht runter, hatte besonders in der ersten Hälfte ein paar interessante Situationen. Muss jetzt aber weichen und etwas über 20 Minuten Zeit für Ivan Perisic sich zu zeigen. Ja, wichtig für den Konkurrenzkampf, der ohne Frage erhöht ist.
mit seiner Person. Gnabry spielt den Ball in die Spitze. Cuisance. Aber kommt einen Schritt zu spät und Nübel passt auf. Der FC Schalke 04 steht hier kurz vor der Verzweiflung. Es soll einfach nach vorne nahezu nichts gelingen. Auch im zweiten Abschnitt ist dies wieder mehr als dürftig. Thiago geht da jetzt auch viel zu einfach durch. Aber Stambouli, der sich reinschmeißt, geht jetzt mal in die andere Richtung. Viertelstunde noch auf der Uhr. Die Fans kommen nochmal. McKenny nimmt Oczypka mit. Bastian Oczypka. Doch diese Flanken bringen auch David Wagner aus der Ruhe. Das ist verschenkt. Neuer fängt die natürlich ohne Probleme ab. Und jetzt nochmal in die andere Richtung. Bayern hat aber auch den Deckel eben noch nicht drauf gemacht nach dem Führungstreffer. Philippe Coutinho. Gute Bewegung, Perisic. Setzt nach. Nochmal zu Coutinho der Ball. Das ist jetzt ganz fein. Perisic. Aber Nübel hält. Coutinho zaubert und zeigt schon mal in Ansätzen, worauf man sich freuen kann. Schauen wir nochmal drauf, während Coutinho für Benito Raman das Feld betritt. Und auch Raman heute eher unauffällig, aber das gilt für die komplette Offensive des FC Schalke. Es riecht gerade mehr nach 2:0 als 1:1. Perisic, David Alaba. Schuss abgefälscht. Keine Gefahr für Nübel, aber der sich da ohne Probleme raufschmeißt. Kommt Schalke nochmal. Wo ist dieses allerletzte Aufbäumen? Das sind jetzt auch Klärungsaktion aus Verzweiflung. Und so kommen sie natürlich nicht nach vorne. Wenn sie da hinten nicht konzentriert rausspielen, Bayern macht das auch clever, setzt sich vorne fest. Jetzt aber der Ballverlust von Kimmich. 3 Minuten gibt's obendrauf. Das ist noch ziemlich gnädig. So viele Unterbrechungen gab es eigentlich nicht. Doch Schalke muss auch vorne irgendwann mal zum Pressing raufgehen. Das passiert nicht. Und damit könnte es jetzt schon gewesen sein. Thiago, Cuisance, die Partie ist vorbei. Der FC Bayern München schlägt den FC Schalke 04 mit 1:0 in einer durchaus durchwachsenen und zähen Partie. Am Ende aber gewinnen sie. Die Rekordmeister aus München, und das ist absolut verdient. Lewandowski hat es erzielt. Sie hielten es am Ende vom Ergebnis her zu spannend. Schalke kam nach vorne nicht zur Entfaltung, müssen sich hier dementsprechend hochverdient geschlagen geben, und damit haben sie weiterhin kein Tor in der Liga erzielt. Jo, jetzt gibt es noch einmal 12 Sekunden Spoilerschutz für Leute, die eben sich nur das Tor anschauen wollen oder die Tore. Wir blicken einmal kurz drauf auf den entscheidenden Treffer des Tages. Robert Lewandowski in der 60. Spielminute nach Vorlage von Kingsley Coman. Dreht sich schön, wuchtet den Ball rauf auf den Kasten aus knapp 15 Metern. Nübel ist noch dran, kann ihn aber nicht mehr parieren. Und somit gewinnt Bayern am Samstagabend mit 1:0 gegen den FC Schalke. RB Leipzig hat am ersten Spieltag den 1. FC Union Berlin kurz und klein machen können. Ebenfalls am Sonntag spielte Frankfurt. Sie gewann mit 1:0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Hier war es erstmal ein kleines Abtasten der Frankfurter. In der Defensive kompakt stehen, nicht zu viel riskieren. Aber daraus wurde nichts. Yusuf Paulsen, 7. Minute, 1:0 für RB Leipzig. Das erste Saisontor für den Dänen, der eifrig ackerte gegen Union, aber im Abschluss glücklos blieb. Und Trapp muss hinter sich greifen. Erreicht diesen gut platzierten Ball nicht mehr.
Bei Frankfurt steckten Europa-League-Minuten in den Knochen, das merkte man. Leipzig konnte sich erholen, die komplette Woche lang, und sie waren hier irgendwie frischer. Diego Demme, Kevin Campbell, Marcel Sabitzer, Demme leitet weiter auf Sabitzer, 2:0. Der Österreicher mit seinem zweiten Saisontor, 20. Spielminute, das auch verdiente erhöhende Führungstor für die Leipziger. Frankfurt kurz vor dem Seitenwechsel dann mal mit dem Versuch nach vorne zu spielen, aber das ging dann postwettend wiederum in die andere Richtung. Sie mussten aufpassen, hier nicht alles schon im ersten Durchgang aus den Händen zu verlieren. Paulsen zu Demme. Aber Kevin Trapp hält den Ball fest und somit ging es mit 2:0 in die Katakomben. Das war aus Frankfurter Sicht einfach zu wenig, aber Leipzig ist auch hochqualitativ unterwegs und somit kann das dann zustande kommen, dieser Rückstand aus Sicht eben der Eintracht. Jetzt Mukiele hier, der sich selbst in Bedrängnis bringt. Kostic, zumindest mal ein Abschluss. Frankfurt wollte es jetzt besser machen im zweiten Durchgang und das machten sie auch. Der schnelle Anschluss sollte her. Kamada, Paciencia und Dominic Kor, der rauslegt zu Danny da Costa. Kamada. Aus Spitzenwinkel braucht er etwas zu lang, um abzuschließen. Und dann kommt noch rechtzeitig Willi Orban daher. Der Linksschuss dann entschärft und deutlich über den Kasten. Frankfurt blieb dran. Starke Anfangsphase hier. Weiterhin im zweiten Abschnitt. Kostic, Chor. Nicht wirklich zwingend genug. Aber der Einsatz war aller Ehren wert. Von Leipzig kam lange Zeit dann wenig. Doch die Zeit wurde knapper und knapper. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase. Nochmal Leipzig. Paulsen mit diesem Aufsetzer, den er nicht optimal trifft. Da stimmt der Schuss eben im Ansatz nicht. Und somit geht er vorbei. Aber auch die Partie war dann zu Ende. Leipzig verdient ihr als Sieger vom Platz gegangen. Frankfurt hingegen wachte im zweiten Durchgang auf, aber da war es dann eben schon zu spät. Hertha BSC konnte beim Auftaktspiel gegen den FC Bayern München durchaus überzeugen. 2:2 stand es dort am Ende, der VfL Wolfsburg unter Glasner, dem Neutrainer, sogar mit 3 Punkten erfolgreich. 2:1 gewannen sie gegen den ersten FC Köln. Hier in der Anfangsphase die Hertha von Ante Čović wieder gut eingestellt und gut dabei. Das ist Grujic, der Darida sieht. Der legt nochmal rüber zu Ibisevic. Abgefälscht zunächst, Nachschuss von Andrej Duda. Castells passt auf, aber der Nachschuss hätte dann im Endeffekt auch nicht gezählt, weil Duda hier im Abseits stand. Wolfsburg brauchte kurz, um sich aufzurichten. Dann dieser Fehler von Stark gegen Felix Klaus. Der geht über die rechte Seite, hat nicht so viel Druck. Die Flanke von Klaus und Wout Weghorst ist einfach ein abgezockter Typ. Der Niederländer schlägt zu, 2. Saisontor, 16. Spielminute. Erster Torschuss, erstes Tor. So ähnlich wie in der Vorsaison, als Hertha hier gegen Wolfsburg spielte. Weghorst da das komplette Spiel unsichtbar. Aber er konnte trotzdem auch da schon zuschlagen. Die Hertha ließ sich davon aber alles andere als aus der Ruhe bringen. Kam stattdessen noch besser nach vorne ins Spiel. Ibisevic, Maximilian Mittelstädt, Luke Bacchio. Kun Castells passt aber auf. Ansonsten hätte es hier 1:1 gestanden. Spitzer Winkel, aber gut. Castells geht auf Nummer sicher. Eventuell auch hier das Außennetz sonst in Bedrängnis. Nur wenig später Eckball von der rechten Seite und der Ausgleich. Niklas Stark in der 28. Minute. Der Innenverteidiger mit seinem ersten Saisontor. Schöne Abnahme da. Leichte Variante. Brooks, Ex-Hertaner, kommt dann einen Schritt zu spät. Da hatte sich Stark schon gelöst.
und somit schoss er zum Halbzeitstand 1:1 ein. War auf jeden Fall leistungsgerecht, wobei auch die Hertha sogar durchaus den Führungstreffer verdient gehabt hätte. Aber die Effizienz des VfL Wolfsburg ist ja auch eine gewisse Qualität. Im zweiten Abschnitt die Hertha weiterhin besser. Mittelstädt, Darida! Wladimir Darida in der 55. Minute nimmt sich dann einfach mal ein Herz aus knapp 16,5 Metern. Und da fehlt wirklich nicht viel. Im Endeffekt, Castells streckt sich, muss nicht mehr eingreifen. Viertelstunde noch auf der Uhr. Die Hertha wollte unbedingt diesen Siegtreffer. William mit dem Fehler, Mittelstädt. Und der Abschluss ist dann aber zu harmlos. Castells schmeißt sich auf den Ball. Luke Bacchio kriegt zu wenig Druck drauf. Weiter liefen sie an, die Herthaner, über die rechte Seite. Das ist Kujic. Matthew Lecky mit der Flanke und das Vedat Dibisevic. 90. Minute, 2:1 für die Hertha. Das hochverdiente Führungstor für Hertha BSC. Super Kopfball auch von Dibisevic. Und da kommt Castells nie im Leben mehr ran. Der Lucky Punch sitzt, aber hatte Wolfsburg nochmal eine Antwort. Sie bekam nochmal die Chance. Weghorst, William, Klaus zu Arnold. Das wird Weghorst. Nein, es blieb beim 2:1 und das war hochverdient. Nochmal eine tolle, spektakuläre Partie zum Abschluss des zweiten Spieltags. Hertha gewinnt gegen den VfL Wolfsburg durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:1. Jo, wir schauen noch einmal kurz auf die Ergebnisse dieses Spieltags und auf die Tabelle. Hat nach 2 Spieltagen natürlich noch nicht wirklich viel Aussagekraft. Ansonsten lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video und tschüss.